Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das Thema Smoothies hatte ich schon mal aufgegriffen in einem Video. Heute soll es nochmal darum gehen, weil dieser Trend dieser Smoothies und allgemein und auch besonders der Green Smoothies ist ja gerade sehr, sehr, sehr krass. Und ich wollte mich gerne damit auseinandersetzen. Und deswegen habe ich jetzt hier drei Bücher, die ich euch im Folgenden gern detaillierter vorstellen möchte. In diesem Buch geht es ausschließlich um die grünen Smoothies. Dann habt ihr hier nochmal die besten Smoothies. Und das dritte Buch, was ich euch zeigen möchte, nennt sich Grüne Smoothies, genieße Rezepte für jede Jahreszeit. Ich werde euch jetzt im Folgenden die Bücher einzeln vorstellen, werde euch sagen, was ich gut, was ich schlecht daran finde, welcher Zielgruppe ich welches Buch empfehlen würde. Und wir starten mit dem ersten Buch. Wir starten mit Grüne Smoothies, der Powerdrink aus süßem Obst und grünem Gemüse von José Marie Donhauser. Aus dem Südwest Verlag und das Büchlein kostet 9,99 Euro. Ja, zu diesen grünen Smoothies. Ich sehe es jeden Tag mehrmals auf Instagram. Es wird gerade mega gehypt, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich bin jetzt auch nicht so der Gemüsefan, also so Kohlsachen und so sind jetzt nicht so meins und ich bin auch nicht sehr experimentierfreudig. Deswegen habe ich mich da bisher nicht rangetraut, aber deswegen wollte ich halt mal so eine Lektüre und werde dann jetzt die nächsten Tage auch anfangen. Und kommen wir aber zu diesem Buch. Es enthält mehrere Specials. Da gibt es zum Beispiel ein Special Abnehmen mit der grünen Kraft der Natur. Also Smoothies stehen ja eigentlich in direktem Zusammenhang zu Abnehmen, obwohl es eigentlich eher Teil einer gesunden Ernährung sein sollte. Aber auch dazu gibt es halt ein Special, wie man mit diesen grünen Smoothies abnehmen kann. Am Anfang des Buches kommt wie überall und immer ein bisschen Theorie. In dem Umfang, wo es hier gemacht ist, ist es ganz okay, aber mir schon wieder ein Ticken zu viel eigentlich. Dann gibt es noch ein Special über Wildkräuter. Die sind bei grünen Smoothies ganz, ganz wichtig, habe ich rausgelesen. Wildkräuter sind zum Beispiel sowas wie Brennnessel und Giersch, aber auch Löwenzahn und Gänseblümchen. Es geht natürlich auch um die Vorteile von Green Smoothies und was die für einen Effekt auf den Körper haben. Es wird hingewiesen auf die Inhalte, die man bei Green Smoothies halt einfach benutzt und auch auf die Zubereitung gibt es ein paar Tipps und Hinweise. Zum Beispiel wird gesagt, dass man keine Glas- oder Dosenfrüchte verwenden sollte, weil die halt oft gezuckert sind und so. Das leuchtet mir durchaus ein. Aber es ist gut, nochmal darauf hinzuweisen. Und dann geht es auch wirklich richtig los. Dann kommen 55 Rezepte, die eingeteilt sind in Frühling, Sommer, Herbst und Winter, was ich ganz gut finde, weil man sollte ja saisonal immer essen. Das macht ja das Gesunde da gerade aus. Und da habt ihr auch nochmal hier vorn und auch hier hinten so einen Saisonkalender, jeweils für das Obst und das Gemüse, was wann wächst. Aber dadurch, dass ihr diese Rezepteinteilung habt, ist für euch super easy. Ihr wisst anhand der Rezepte, wann welches Obst und welches Gemüse verfügbar ist. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Ihr habt immer bei den Rezepten, die Angaben sind immer für 500 Milliliter. Das sind quasi zwei Portionen. Das habe ich jetzt bei anderen Büchern auch so gesehen. Was ich richtig cool finde, ist, dass ihr auch eine Zubereitungszeit dabei habt. Also wie lange das dauert, so ein Smoothie zu machen. Hier zum Beispiel 15 Minuten. Meistens so 10 bis 15 Minuten ungefähr. Was noch okay ist, aber es könnte meiner Meinung nach schneller gehen. Das Schnippeln ist mir halt so. Bei mir muss alles immer schnell gehen, wenn es ums Essen machen geht. Gerade auch morgens. Dann habt ihr zu dem jeweiligen Rezept manchmal noch so Tipps dabei. Also zu den Zutaten manchmal. Oder wann der Smoothie getrunken werden sollte. Also ganz individuell drauf abgestimmt. Und hier steht auch drin, dass die Smoothies für Kinder geeignet sein sollen. Ich kann es mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass man Kinder damit schön austricksen kann. Ihnen quasi Vitamine und Mineralstoffe unterjubelt, obwohl sie das Gemüse oder das Obst zum Beispiel in der Reinform nicht essen würden. Also da finde ich es eine großartige Idee. Zuvor würde ich es als Erwachsener aber eher selber mal kosten, ob es den eigenen Geschmack trifft. Da kann man in etwa abschätzen, ob es auch den Geschmack der Kinder trifft. Weil ich glaube, wenn man den ersten Smoothie, den man denen vorsetzt, verhaut und der nicht schmeckt, trinken die das nie wieder. Aber ja, für Kinder finde ich es auch eine klasse Sache. Bei Vince habe ich jetzt überhaupt gar keine Probleme. Der isst alles im Gegensatz zu mir und Manu wirklich alles. Gibt nichts, was er nicht isst. Da habe ich Glück. So, das war Buch Nummer 1. Das gefällt mir nicht ganz so sehr, weil es ausschließlich grüne Smoothies behandelt. Deswegen kommen wir gleich zum zweiten Buch, weil hier auch reine Obst-Smoothies behandelt werden, was mir persönlich besser gefällt,
weil ich brauche erstmal einen Einstieg. Also Smoothies sind für mich komplett neu. Sowohl also reine Obst-Smoothies als auch diese gemixten grünen Smoothies. Und ja, deswegen kommen wir jetzt zu Buch Nummer 2. So, das ist jetzt die besten Smoothies von Gabriele Redden aus dem Bassermann Verlag. Das seht ihr hier unten. Und Stück, ach so, ja, doch hier vorne. Das Buch kostet nur 7,99 €, also ein wirklich richtig gutes Schnäppchen. Und ihr habt am Anfang erstmal so eine kurze, wirklich sehr animierende Einleitung. Also ich habe das Sonntagabend gelesen und habe mich geärgert, dass ich nicht sofort alle Zutaten für einen Smoothie da hatte, sonst hätte ich das sofort mal ausprobiert. Und das gefällt mir eigentlich so gut. Also wenn das Buch einen dazu anregt, sofort loszulegen. Und dann habt ihr nochmal so ein kleines zweiseitigen Theorieteil und dann geht's auch schon los. Und das ist so der Pluspunkt Nummer 1 dieses Buches, dass der Theorieteil nicht so lang ist. Also es ist okay, dass man sich im Vorfeld ein bisschen noch was anliest, ein bisschen informiert, aber bei dem ersten Buch, was ich euch gezeigt habe, war es mir schon einen Ticken zu lang, da hätte ich nicht alles gelesen. Hier hat es genau die richtige Länge für mich. Zweiter Pluspunkt ist, dass es ein Kapitel zu fruchtigen Smoothies gibt, die also komplett aus Obst hergestellt werden, und einen zweiten Teil zu den grünen Smoothies, wo es halt dann um diesen Mix zwischen Gemüse und Obst geht. Bei den fruchtigen Smoothies, die hören sich mega lecker an und die Fotos sehen auch mega lecker aus. Es gibt richtig unterschiedliche Sachen, also da wird zum Beispiel auch was mit Kakao gemacht, was ich unbedingt mal nachmachen muss, auch wenn es relativ viele Kalorien hat. Also mega, ich war vorhin gerade einkaufen und habe mir so für 4 Smoothies die Zutaten mitgebracht, alle aus diesem Buch. Also richtig, richtig klasse. Das sollte man unbedingt haben, weil es halt so viele verschiedene Sachen auch enthält und dadurch auch viele verschiedene Geschmäcker natürlich abdeckt. Man braucht meistens nicht allzu ausgefallene Zutaten. Zum Teil hat man das natürlich auch, da muss man dann für sich entscheiden, möchte man das investieren, irgendwo bestellen, weil, also in meinem Fall käme nur bestellen in Frage, weil wir haben hier weder ein Bioladen noch ein Reformhaus, ein richtig gutes. Da müsste ich immer erst in die nächstgrößere Stadt fahren und deswegen käme für mich wahrscheinlich nur bestellen in Frage. Und deswegen habe ich diese Smoothies, wo man echt spezielle Zutaten braucht, erstmal ausgeklammert für mich. Da werde ich mich dann einfach später nochmal rantrauen, wenn ich mich so ein bisschen mit dem Thema Smoothies weiter auseinandergesetzt habe und da so reingeschnuppert auch was die Zubereitung anbelangt. Genau, Kapitel 2 beschäftigt sich dann mit den grünen Smoothies. Wie gesagt, ich teste erstmal so einen Fruchtsmoothie, aber ich habe mir auch einen grünen Smoothie für diese Woche vorgenommen mit Babyspinat übrigens. Und dann habt ihr hinten nochmal so 10 Smoothie-Tipps, so was ganz Allgemeines. Hinten gibt es auch nochmal Bezugsquellen, gerade wenn es um diese speziellen Zutaten geht, wo er die herbekommt. Das gefällt mir richtig gut, weil da muss man nicht ewig noch Google quälen. Und ihr habt bei jedem Rezept Nährwertangaben dabei. Das zeige ich euch nochmal kurz, weil das hat mir richtig, richtig gut gefallen, gerade für Leute, die am Abnehmen sind oder auf ihre Ernährung achten oder was auch immer. Habt ihr hier unten am Rand immer noch stehen, wie viele Kalorien so eine Portion hat, den Eiweißgehalt, den Fettgehalt und den Kohlenhydratgehalt. Also je nachdem, was man auch gerade vielleicht für eine Diät fährt, ist das ganz wichtig zu wissen. Also richtig cool. Die Bilder sind wirklich sehr, sehr anregend und sehen super lecker aus. Es ist irgendwie schön bunt und sommerlich, das Buch, und macht wirklich Lust, sofort loszulegen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen kann ich euch auch jetzt schon sagen, von diesen 3 Smoothie-Büchern, die ich habe, ist das mein absoluter Favorit. Ganz weit vorn auf Platz 1. Auf Platz 3 ist Lee leider dieses Buch gekommen, weit abgeschlagen. Grüne Smoothies, Genießerrezepte für jede Jahreszeit von Andrea Nossem aus dem Goldmann Verlag. Das Buch kostet 9,99 €. Ja. Hier drin stehen Rezepte, die sollen energetisierend sein, beruhigend, ausgleichend oder auch entgiftend. Also schon mal sehr allumfassend, finde ich. Und die Autorin legt dem Leser eine intuitive Wildkräuterschulung ans Herz. Also auch hier kommen wir wieder zu den Wildkräutern. Man sollte nicht ja, verachten, was so vor der Haustür auf der Wiese wächst. Das kann auch sehr viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Aber es ist mir viel, viel, viel zu theoretisch. Also es beginnt mit wirklich 80 Seiten erstmal so Theoriekram, dann folgen nochmal 20 Seiten zur Zubereitung, danach kommen nochmal 50 Seiten zur Kräuterkunde und zu Superfoods und solchen Sachen. Also gerade Superfoods, das ist mir bekannt, das könnte man auch alles überblättern, ja, aber es geht dann erst wirklich bei
Seit 196 oder so geht es erst wirklich mit den Rezepten los. Und dieses ganze Gedöns vorher interessiert mich einfach nicht. Die Rezepte, die dann folgen, die sind auch wieder nach Jahreszeiten gegliedert. Auch das hat mir wieder gut gefallen. Ich würde das Buch Leuten empfehlen, die das gerne mögen, sich im Vorfeld sehr ausgiebig zu informieren. Da ist das wirklich gut, weil es ist sehr allumfassend, würde ich sagen. Und es spricht auch so viel mehr an als die reine Smoothies. So, da geht es auch darum, dass man eine gesunde Einstellung einfach zum Leben haben sollte und so. Sowas finde ich ja auch immer ganz gut, aber für mich persönlich ist es nichts. Also ich will Rezepte haben, ich will vielleicht noch ein paar Tipps haben und dann will ich loslegen können und mich nicht erst durch 200 Seiten lesen. Oder in meinem Fall, ich würde es nicht lesen, ich würde es einfach überblättern. Aber dann wäre mir, dann passt das Buch einfach nicht für mich. Da passen, wie gesagt, andere besser, haben wir ja gerade gesehen. Aber wer da so ein bisschen mehr Hintergrundinformation haben möchte, dem würde ich dieses Buch hier empfehlen. So, das waren meine drei Smoothie-Bücher für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet für euch entscheiden, welches das richtige Buch für euch ist. Ich verlinke euch die Bücher natürlich alle drei unten in der Infobox und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!